Herzlich willkommen zu Wort und Musik zur Marktzeit, der Kurzandacht der Kirchengemeinde Heide. Heute hören Sie unseren Kantor Franz Spenn an der Orgel und mich, Pastorin Tanja Sievers, im Wortteil. Zu Beginn beten wir im Wechsel. Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Hilf mir durch deine Güte. Gott, gedenke mein nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach den Lieblingsbüchern, die uns im letzten halben Jahr in unseren Kurzandachten zur Marktzeit begleitet haben, beginnt heute die nächste Reihe rund um Lieblingsfilme. Endgame heißt das epische Werk aus dem Jahr 2019, zu dem ich mit Ihnen und euch ein paar Gedanken teilen möchte. Ich lade Sie heute also in ein völlig anderes Universum ein. Das Marvel-Universum, eine eigene Welt, entstanden aus Comicheften des Marvel-Verlags. Aus diesen Comics entstanden sehr erfolgreiche Blockbuster. Endgame zum Beispiel spielte fast 2,8 Milliarden US-Dollar ein. Endgame ist der vierte Teil einer Filmserie, die die Abenteuer der Avengers erzählt. Einer bunt zusammengewürfelten Truppe aus Superhelden, die nichts Geringeres als die Rettung der Welt als Ziel hat. Übersetzt bedeutet Avengers übrigens Rächer, was meines Erachtens aber nicht so ganz das trifft, was die Figuren darstellen. Kurz zusammengefasst geht es in dieser Filmreihe darum, den einen ganz bösen Bösewicht namens Thanos zu töten. Thanos hat aufgrund seiner verqueren Weltvorstellung die Hälfte der Menschheit vernichtet. Um diese Tat rückgängig zu machen, ist unter anderem sein Tod erforderlich. In den vier Filmen baut sich der Spannungsbogen rund um die Bekämpfung dieses Bösewichts auf. Und ich kann nur sagen, alle vier Filme der Avengers sind actionreich, witzig, tragisch, traurig und sie gehen zu Herzen. Nun befinden wir uns also im Endgame, dem Endspiel. Es ist die letzte, die ultimative Schlacht zwischen Gut und Böse, zwischen Thanos und den Avengers und ihren vielen Freunden und Freundinnen. Um Thanos zu töten und die Vernichtung der Hälfte der Menschheit rückgängig zu machen, müssen 6 kleine Steine vernichtet werden, die Infinity-Steine, die zusammen eine riesige Energie freisetzen, genug, um Leben oder Tod zu schaffen. Allen Avengers ist klar, dass wer auch immer die Steine vernichten wird, der wird dabei wahrscheinlich selbst zu Tode kommen. Unsere Superhelden, diese bunte Truppe aus Frauen und Männern, diskutieren also, wer die Steine vernichten soll. Das Ganze übrigens mitten in einer gewaltigen, sehr blutigen und unglaublich vernichtenden Schlacht, in der der Zuschauer schon manch eine Überraschung erleben durfte. Da stehen, sitzen und liegen sie, die schwer angeschlagenen Helden und Heldinnen, die jedem Zuschauenden so ans Herz gewachsen sind. Tony Stark, ein Typ, der mit Hilfe seines selbst erfundenen Anzugs als Iron Man unglaubliche Taten vollbracht hat und zugleich auch ein Typ, der sehr reich, sehr witzig und ziemlich arrogant ist, nimmt es auf sich, nein, er will unbedingt die Infinity-Steine vernichten. Das schafft er dann auch und was soll ich sagen, er kommt dabei zu Tode. Ich habe geweint. Mitten in einem Actionfilm, der von Comic-Helden handelte. Aber diese Konsequenz, mit der Tony Stark, Iron Man, seinen Tod in Kauf nimmt, um seine Familie, seine Freunde und alle, die in diesem Universum leben, zu retten, die ist einfach nur berührend. Erinnert Sie das an etwas? Mich schon. Da gab es doch mal einen, der aus lauter Liebe zu den Menschen seinen eigenen Tod am Kreuz billigend in Kauf genommen hat, der seinen Weg konsequent gegangen ist, hindurch durch das Leiden in der Passionszeit. Es gibt sehr viele Filme und auch Bücher, die dieses Motiv des Liebesopfers aufnehmen. Das wäre allerdings ein ganz eigener Podcast. Jesus Christus, dessen Geschichte wir aus dem Neuen Testament kennen, inspiriert offensichtlich zu neuen Geschichten, ob in Büchern oder Filmen. Immer wieder wird erzählt, dass es da jemanden gibt, der sich aus Liebe zu den Seinen, sogar aus Liebe zu den vielen, die er gar nicht kennt, opfert. Und aus eben diesem Opfer entsteht dann neues Leben.
Das bedeutet nun nicht, dass Tony Stark mein neuer Jesus ist. Mir zeigt es aber, wie stark dieses Motiv des sich Opferns sein kann. Wie sehr es sich durch die Geschichte der Menschheit zieht, ein roter Faden aus Liebe. Wir sind mitten in der Passionszeit. Wir erinnern uns in diesen Wochen an das Leiden und Sterben Jesu, bevor wir zu Ostern seine Auferstehung feiern. Ich sehe voller Staunen auf Jesu Liebe uns Menschen gegenüber, die ihn so handeln ließ, wie es uns in der Bibel erzählt wird. Ich denke, ich werde in diesem Jahr, in dem wir alle ja sehr viel Zeit zu Hause verbringen, die Reihe der Avenger-Filme mal wieder gucken. Genieße die Dialoge, den Witz, die Action und die Dramatik. Und zwischen Karfreitag und Ostern, da werde ich das Endgame sehen, das Endspiel. Dann kann ich Ostern feiern. Alles wird gut. Amen. Thank you.
Lasst uns mit den Worten Jesu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn Sie mögen, öffnen Sie zum Segen Ihre Hände wie eine kleine Schale, um den Segen Gottes zu empfangen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.